Excelsior, liebe Verteidiger des Multiversums, und herzlich willkommen zu Ha. Marvel Snap. Wirklich ein geniales Spiel. So. Wir holen uns das und damit kriegen wir wieder einmal einen wöchentlichen Herausforderungsflug. Das macht weiter 350 Gold, noch mehr Erfahrungspunkte für den Season Pass. Und das bedeutet, wir haben 11 Karten mittlerweile, die wir upgraden können. Also das ist cool. So, und wir gucken nochmal. Ah, ja, hier haben wir lila Karten. Oh, goldene Karten, die wir upgraden können. Nö. Nö, 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 nö. Lila Karten. Okay, lila Karten. Dann fangen wir doch mal an. Mit dem Punisher. Dann nehmen wir doch da das Fenster Logo, was voll cool aussieht. Shiny Logo. Und haben die legendäre Qualität erreicht. Und das heißt, neue Karten, neue Credits. Cool. Also doch. Gib jeder Karte in deinem Deck plus ein Stern. Nett. Wirklich nett. Auf jeden Fall. Dann gibt es einen Booster und dann wieder eine Mystery Card und so weiter. Das ist doch super. So, dann würde ich mal sagen. Oh hey, wir haben sogar noch Geld übrig für weitere Karten. Na dann. Zwei Punkte nehmen wir noch. 3D. Ah, es wird nur noch ein Punkt, dann geht's weiter. Cool, dann würde ich doch sagen. Hey, ich soll viele Einser-Kostenkarten spielen. Ja, ich meine. Sind Draw klein, aber auch hoch. Hm. Na, wir nehmen das. Und gucken mal, wie wir weiterkommen. Wir wollen hier schließlich auch was spielen. Okay, dann gucken wir nochmal, wo mein Gegner was hinspielen wird. Snap ich oder nicht? Okay, Dracula. Aha. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ah ja. Natürlich witzig. Ach, verdammt. Und dann hat er sich den Hintern gerettet. Der kleine Scheißherz. So. Ah, Scorpion, oje, da fängt es ja schon wieder an. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen. Machen wir so. Dann kriegen wir zwei Devil Saws. Ja, also das ist natürlich nett, aber der ist dann halt nur halb so stark. Also es hat... Aber er ist halt leider nicht so stark, wie er sein könnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, wir spielen mal das und gucken mal, was passiert. Unser Gegner. Ach, wie süß. Ein Apocalypse. So 10 anstatt 15, so. Und dann machen wir doch das. Und dann schauen wir mal.
tritt ihn in die Mitte. Okay. Ja, ja, ja. Da hat jemand eindeutig keinen Bock mehr gehabt zu gewinnen. Aber war auch okay. Konnte vielleicht auch gar nicht mehr einfach so gewinnen. Schön. Dafür hat sie ja nicht genug Geld. Na gut, okay. Ah, aber wir haben hier die Quest abgeschlossen. 100 Talerchen und ja, geil. Was kriegen wir denn eigentlich als nächstes? Ah ja, wenn Level 10 sind, gibt es ja 100 Credits. Ja, das ist doch super. So, wir suchen eine grüne Karte, die upgradet werden kann. Nein, Konnektor. Nice. So. Das war für morgen. Und dann gehen wir wieder ins Spiel. Oh Mann. Okay. Dann müssen wir eine etwas untypische Runde spielen, aber gut. So ist das halt. Ja. Okay, das ist natürlich ärgerlich, weil ich in der Mitte gerne Angela gespielt hätte. Na gut, dann spiele ich Angela nicht in die Mitte. Bringt ja nichts. Na, das ist ja schön. Ich meine, für ihn ist das natürlich richtig cool. Andererseits. Ah. Was ist denn für ein Quatsch? Das war schon sehr quatschiger Quatsch. Okay. Ha! Richtig geraten. So. Den Iron Fist geklaut. Ja. Yeah. Okay, die Mitte gewinne ich nicht. Das ist schon klar. Na gut. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ich kann leider nicht so richtig angreifen, deswegen muss ich jetzt mal schauen. Ich glaube, er wird hier ein Heimdall hinspielen. Das wäre so meine Vermutung. Und die Verbindung mit dem Spiel bricht ab. Und ich weiß leider nicht ganz genau, warum.
meine Internetverbindung steht. Hoppla. Na gut. Okay, dafür ist das Spiel leider halt noch nicht ganz ausgereift auf dem PC, wie man halt immer wieder daran sieht, dass auch diese Grafik so zwischen halb angezeigt wird. Naja, gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß daran hattet, mir dabei zuzusehen, wie ich das Multiversum verteidigt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Kampf und auf der Endcard. Excelsior und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke fürs Abonnieren, Drücken der Glocke und Liken und Teilen des Videos. Wenn ihr euch ein weiteres Video zu Marvel Snap oder anderen Karten und Brettspielen angucken wollt, dann klickt auf das Video in der Mitte. Wenn ihr euch für Aufbaustrategiespiele interessiert, klickt auf AHA. Wenn ihr euch für Action-RPGs und Loot-Shooter interessiert, klickt auf AHA in Action. Und wenn ihr euch für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k interessiert, dann klickt auf AHA Hammer. Wir sehen uns im